ist eine Firma, die Münzversandhandel 2004. Die Älteren unter uns wissen, es war Fußball-WM in Deutschland. Und die haben 2004 unglaublichen Neukundenzuwachs gehabt für diese Münzen zum Thema Fußball-WM. Im Nachhinein kann man sagen, es war relativ klar. Es waren vor allem Leute, die normalerweise nie Münzen kaufen. Und die haben halt gesagt, komm, es ist Fußball-WM in Deutschland, mache ich. Das Ergebnis war ähnlich, wie du es auch erzählt hast. Man hat Unmengen Apparat aufgebaut, man hat Strukturkosten aufgebaut, man hat deutlich mehr Mailings bestellt und dieses Folgeverhalten hat gezeigt, uiuiui, dass die spielen diese Investition niemals rein. Um einfach mal zwei Zahlen oder drei Zahlen in den Kontext zu werfen, der normale durchschnittliche Neukunde kostete damals 10 Euro, in dieser WM-Zeit hat er sogar nur 5 gekostet. Das Dumme war, aber er hat selbst die 5 Euro nicht mehr eingespielt. Also total, ja. Und das habe ich nach einem Jahr nicht eingespielt. Und jetzt haben wir die Analyse gehabt und festgestellt, es gibt natürlich aber auch Kunden aus anderen Quellen und früheren Aktionen, späteren Aktionen, die teilweise 20 Euro gekostet haben. Die haben das Geld zwar auch noch nicht immer nach dem ersten Jahr eingespielt, aber eben nach anderthalb. Und jetzt kommt meine Vorlage für dich letztendlich, nämlich hier kommt, kann ich nach 3 bis 5 Monaten schon mal so ein Gefühl entwickeln und sagen, wo geht diese Kurve hin? Ist die eher so nach dem Motto eher flach oder geht sie vermutlich eher ein bisschen steiler, sodass er vielleicht, wenn man voraussetzt, ein Jahr ist so mal mein Betrachtungszeitraum, dass ich sagen kann, okay, nach 4, 5 Monaten kann ich schon abschätzen, der knallt mir schon nach irgendwann in der ROI in die positive Richtung durch oder eher nicht oder vielleicht ganz sicher, nein, niemals. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man damit auch frühzeitig erkennt, das geht in die richtige oder vielleicht auch in die falsche Richtung. Ja, Sprich, Prognose. korrekt. Absolut, absolut traumhafte Vorlage, die du gibst. Denn ich glaube, du sprichst natürlich den Customer Lifetime Value an, ne? Das zukünftige Verhalten einer Kundin oder eines Kunden. Und Customer Lifetime Value spiegelt genau das wider, besteht eigentlich aus zwei Dingen. Das ist einmal die Kaufwahrscheinlichkeit und ein potenzieller Basket. So, was wird Markus eigentlich, ne? Markus wird für 100 Euro mit 50%iger Wahrscheinlichkeit im April kaufen. Das gibt dir so ein CLV-Modell. Und eines der ganz großen Missverständnisse des Customer Lifetime Value ist, dass man immer denkt, das ist eine Zahl, die in die absolute Infinity-Unendlichkeit gerechnet ist. Das ist eines der ganz großen falschen oder ganz großen Missverständnisse über den Customer Lifetime Value. Der Customer Lifetime Value, den kannst du auch auf die nächsten 30 Tage rechnen und auf die nächsten 45 Tage. Und ja, das geht. Und das ist ein Framework, was wir bauen, ist besteht aus der sogenannten Kundenrentabilität und dem CLV. Und was du dann bauen kannst, ist eine BCG-Matrix. Du hast also so eine Art BCG-Matrix. Du hast Kunden, Kundinnen und ich sage mal nur Kunden jetzt, ja, weil es etwas kürzer wegen der Sprache einfach. Ich meine alle. Du hast Kunden, die waren in der Vergangenheit nicht profitabel, die werden es in der Zukunft auch nicht. Poor Dogs. Du hast Kunden, die waren in der Vergangenheit nicht profitabel, die werden aber vielleicht profitabel, sind ja Prognose, ne? Question Marks. Ja, die kann ich investieren. Dann hast du die Stars. Die waren immer profitabel, die werden immer profitabel sein. Und dann hast du die welkenden Blüten. Die waren mal profitabel, werden es aber nicht mehr Customer sein. Journey Mapping dann zu prüfen, eben was ich vorhin gesagt habe, wer kauft, oder was du auch gesagt hast, wer kauft einmal und nie wieder, wer kauft vielleicht ein zweites Mal und hört dann auch auf. Aber auch umgekehrt, wer ist denn treu und wie kriege ich denn die Treuen vielleicht vorne? Dann habe ich auch im Funnel nicht so einen Riesentrichter, sondern ich habe im Funnel einen ganz, ganz schmalen Trichter, weil ich eben, ich sage es mal, Account-Based Marketing würde man jetzt im B2B sagen, im B2C würde es wie auch immer genannt werden, aber letztendlich ein ganz gezieltes Neukundenwerben, um dann aber wirklich, vielleicht kostet er dann statt, ich sage mal, statt Value 10, vielleicht 30, aber er ist dann natürlich auch viel rentabler. Im B2B ist er halt statt Value 1000 oder 2000 oder manchmal auch 50.000 Euro kostet manchmal ein Kunde. Agenturen, die pitchen, die müssen 50.000 Euro hinlegen und haben dann den Kunden und dann überlegt man sich schon auch, wo man pitcht sozusagen oder eben, das ist der Spaß. Jetzt hast du für mich schon fast ein Ich habe Schlusswort noch, hingelegt. Ja, ich aber würde es ja. gerne noch eine Sache, weil du es so schön gesprochen hast. Ich würde vielleicht sogar noch eine Metrik davor legen. Und zwar gibt es so eine schöne Metrik, die kommt eigentlich aus, ein bisschen aus dem SaaS, die heißt die Net Revenue Retention Rate oder Net Profit Retention Rate. Die heißt eigentlich, wie viel Prozent meines Umsatzes in einem Jahr, in einer Zeiteinheit, bekomme ich eigentlich von meinen Bestandskunden? Ja, also wenn ich mal sagen, mal alle Kunden, die in 2021 gekauft haben, mal ganz einfach, die Zeiteinheiten kann man rechnen, aber 2021, wie viel Umsatz habe ich von diesen Kunden?